Hallo und willkommen zurück zu Ferner Schrei 4. Ferner Schrei 4. Sagten Sie, Sie töten uns, wenn wir weglaufen. Freundinnen von mir sind noch gefangen. Du musst sie retten. Wo sie zu Sex gezwungen werden. Das werde ich. Hä, warum denn? Zu Sex gezwungen ist doch gar nicht so schlimm. Bitte? Ihr redet davon Vergewaltigung, ne? Ich muss jetzt erstmal noch die Waffe wechseln. Oh, schau mal. Mit goldenem Look. Silberner Look. Ah, okay. Das sind fünf. Okay. Ich fange jetzt also mit dem Mark IV Revolver an. Und in der anderen Hand kommt die Hat das kein MP34 Upgrade? zuerst. Ich gehe immer nur zwei Waffen durch, weil ich keine Lust habe, dass ich meinen Bogen und mein Bolzenarmbrustding austausche. Oh ja, die MP34, da habe ich schon eine Farbe gekauft. Granit. Okay. Aber ich werde natürlich möglichst versuchen, die zu benutzen und nicht die anderen Sachen. Wobei wir hier jetzt natürlich ein bisschen Stealth spielen müssen, insofern Achso, Bogen und okay. Bolzen werden hilfreich sein. Aber das hier ist jetzt sozusagen die Gut. Waffe. Das ist so Zweiter Weltkrieg-Style. Schön. Und der Revolver, wo ist der Revolver? Er ist nicht auf 1, er ist auf 4. Okay. Nee, das Ding ist auf 4, der ist auf 2. Ah, okay. Revolver mit 100 irgendwas Schuss. Warte, ich hüpf oben auf. Okay, gib Gas. Nice, die Musik, die du dir anhörst. Jo. Was bei mir Aber ich redet glaube, er? wahrscheinlich höre ich es nicht reden, weil ich ja nicht im Auto bin. Bei mir ist quasi nur Musik. Ja. Hand gemacht. Hier ist eine gelbe Pflanze. Oh ja, da. Hi. Das tat weh. Okay, retten wir die Geiseln. Ich habe nicht vor, meine schallgedämpften Waffen zu benutzen. Ich habe Also, ehrlich ich gesagt weiß. keine Ahnung, ob diese Waffe wirklich schallgedämpft ist, aber es schaut so Warte, aus. zeig mal, welche hast denn du? Scheiße, ich sehe gar keine in deiner Hand. Was zur Hölle? Wechsel mal. Oder siehst du meine Waffen auch nicht? Sehen wir die nicht? Ich dachte, wir Ich habe sehen eine unsere Waffen. Pistole. Jetzt habe ich das da. Nee, Jeff, ich sehe wirklich nicht, dass du Waffen wechselst. Siehst du meine? Ja, ich sehe deine. What the hell? Keine Ahnung. Das ist eine MS-16. Da ist vorne was dran. Keine Ahnung, ob das ein Schalldämpfer ist, aber schaut so aus. Bin mir nicht sicher. Aber ich würde sagen, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Müssen Der wir hier eine geht hier runter? rein und der andere geht auf der anderen Seite rein. Oder. Ach ja, jetzt können wir uns echt aufteilen, weil es zwei Wege gibt. Das ist toll. Sei vorsichtig und markier sie alle. Ich komme vom Haupteingang. Kann ich mich hier einfach runterseilen oder ist die mich bewerken? Ich meine, ich habe keine Waffe, während ich hier hänge. Welche Taste ist eigentlich nochmal das Fernglas? Ah, Y, hab's heraus von Kamera. Hier draußen ist nur einer. Seil dich einfach ab. Ich glaube, das ist so, dass sie dich nicht sehen können. Ich hoff's, ansonsten wäre es echt ein bisschen fies. Hier außen ist nur einer. Okay, so viel dazu. Ich bin im Wasser gelandet und die haben mich sich dann einfach umgedreht, die Säcke. Oh wow, die haben alle vier getötet. Ach, du bist im Wasser gelandet. Gab's eine Möglichkeit, nicht im Wasser zu landen? Wenn ich geschwungen wäre vielleicht, aber ich weiß nicht, ob das leiser ist. Ich habe keine Ahnung, ich kann mich nicht. Ich da bilde mir ein, ich bin bei der Quest von innen. Also von dort reingegangen, ohne dass Ja. mich bemerkt hätten. Willst du Seite tauschen und Keine ich gehe hier Ahnung, du rein? kannst ja gerne Ja, mal das ist. herunterkriechen und es dir angucken. Also gut, mache ich. Okay, wo ist denn der normale Eingang, frage ich mich jetzt gerade. Muss ich mich hier runter sein? Ist ja wahrscheinlich eine Höhle, oder? Ja. Ah ja, ich sehe. Also, es sieht noch ganz gut aus hier. Oh, der. Oh mein Gott, Mann, der eine hätte beinahe was bemerkt und. Okay, ich habe jetzt drei erledigt. Du kannst den bei dir da draußen ruhig töten. Ja, der ist noch nicht ganz draußen. Ich verstehe nur nicht. Also, bei mir ist der eine plötzlich aufgesprungen, als hätte er was bemerkt, aber er wollte rauslaufen. Ich habe also keinen Schimmer, Ich habe ob er draußen die welche da irgendwie gehört getauert. hat. Ich habe draußen welche getötet, wahrscheinlich Leichen gesehen. Ach, da war mehr als einer draußen. Ist gut, dass du das bemerkt hast. Ich habe vorhin nur einen gesehen.
Hast du die Kisten hier schon gelootet? Scheinbar. Welche Kisten? Zu. Aber ich sehe sie nicht auf der Map, also musst du sie ja gelootet haben. Ah ja, dann haben wir die wahrscheinlich mitgenommen. Weil die Südmaps hast du ja alle gekauft. Du kannst ja mal die restlichen Maps kaufen. Ich habe alle Maps bereits gekauft. Achso, okay, du hast das schon erledigt. Sehr gut, umso besser. Gut, hört sich so an, als wäre da hinten so ein Kampf, wo wir Karma kriegen könnten, wenn du nach links fährst. Boah. In die Richtung, wo die Lautstärke herkommt. Über die Wiese, nicht auf der Straße. Da wo rot ist, da wo rote Leute sind, das ist absolut ausreichend. Hi! Oh, das ist ein Heavy. Mal schauen, wie diese gute alte Waffe... Oh, der ist schon hin. Danke. Hat er einen Fall ausgereicht, oder was? Hast du die schon eingesammelt, die PKM, die der hat? Wenn, hat der eine andere als die anderen Heavys, die es bislang gab? Nein, ich denke nicht. Ja, dann habe ich die schon. Nein, ich habe mich geirrt. Ich dachte, der Felsen wäre ein Grizzlybär, ich bin blöd. Aber in dem Gebiet sollte es welche geben. Okay, Herstellung. Ich muss mal gucken, was ich denn noch brauche. Das sind Fashion-Dinger. Bären. Oh ja, ich brauche Bären. Schneeleoparden. Wollt es wirklich Bären? Ja, Schneeleoparden sind am Arsch. Ah, okay, aber wenn es um Bären geht, dann habe ich eine schöne, interessante Route. Wir holen erst dieses Tagebuch, dann gehen wir zu der Maske da unten und dann sind Himalaya-Bären. Dieses Tag. Bei diesem Briefsymbol. Ja, wenn du nach unten guckst, in den Süden, ich habe es markiert, falls du das sehen kannst. Ach, da ganz unten. Ich, weil ich schaue so auf die gelbe Linie und denke mir so, hä, da ist doch irgendwie nichts. Oh, WTF. Ja, wieso hört denn die auch auf? Also gucken wir mal, ob ich uns da hinfahren kann. Ja, schöne, ah ja, die ist schallgedämpft, so wie deine Pistole ausschaut. Absolut. Ja. Das, welche war das nochmal? So. Meine spezielle. Achso, die hat dann so einen komischen Namen, der nicht wie die echte. Okay. Wir müssen irgendwie nach oben kommen. Ich hoffe, das klappt. Oh, da kämpfen wir nochmal welche. Karma-Ereignis sagt's. Oh. Da ist noch einer. Yeah. Karma! Gut, wie kommen wir da am geschicktesten hoch, Dennis? Ah, da links geht's, da kann man klettern. Links? Jo. Ah, warte, da ist was, genau. Ziemlich weit oben. Okay, das ist jetzt irgendwie etwas problematisch. Da ist nicht nochmal so ein Kletterding. Okay, ne, oder? Da kann man nicht hochlaufen. Ah, doch, da ist eins. Sehr gut. Irgendwo muss eins sein. Kann ja nicht angehen, dass man nur auf die eine Hälfte fährt. Oh, hinter dir! Ein Reissack. Was? Ja. Sack voll Reis. Gibt nichts Besseres. Ach, den gibt's nur in China. Dennis, es gibt. Wenn du mal 1000 von etwas essen willst, dann musst du Reis nehmen. Ja, weil das alles kleine Körner sind. Das kann ich aber bei kleinen Nudeln auch machen. Hast du schon mal den Vogel gelootet? Ich habe ihn gerade gemessert. Vöglein, Vöglein an der Wand. Halten, obwohl er Federn hat. Das ist irgendwie falsch. Hier liegt er, rollt irgendwie. Ja, wie soll es denn sonst nennen? Da hinten läuft noch einer, wenn du den auch messern willst. So, ich habe irgendwie das Gefühl, dieses eine Ding da, das ich markiert habe, lassen wir aus. Wir gehen gerade direkt zum nächsten. Kein Schimmer, wie wir da hochkommen. Am besten, wir holen uns da einen Gyrocopter. Wahrscheinlich müssen wir zu diesem unbekannten Ort. Naja, egal. Gehen wir mal hier durch. Und er schießt es einfach. Das ist mad. Ich will die Waffen ja ausprobieren. Dann wechsle ich später zur nächsten. Oh ja, hier ist irgendwas. Hier ist ein Bienenstock. Oh, das ist nicht so nett. Das ist... Oh, warte, warte. Wir sind dran vorbeigelaufen, glaube ich. Ja, das sieht sehr spielversprechend aus. Ja, ich dachte mir auch gerade so, da ist was zum Seilen. Es ist aber mit Sicherheit nicht ganz oben. Es hört sich jedenfalls nicht so an, als würde es jetzt lauter werden. Eher weniger. Es muss... In diesem Zwischenraum, da siehst du diese Kiste? Ich kann mich kaum umdrehen. Ich kann mich auch kaum umdrehen, warte, ich sag mich mal dein Ding, vielleicht kann ich mich da besser drehen.
Wirklich? Ich dachte eher, meins ist das Falsche. Aber, ah ja, doch, warte, es müsste gehen. Ja. Abrutschen, abrutschen, ich rutsche nicht ab. Okay, ich bin da. Ah, ich lese den Brief der Ziege. Wie spring ich denn jetzt? Ich wollte den Brief lesen. T ist immer loslassen und springen gibt's nicht. Du kannst nur nach links und rechts laufen an der Wand. Yalung hat lange vor Banashu gesungen, aber unten in der Tiefe im Boden, wo niemand es hört, der Blut ist der Weg, ihm gehört zu verschaffen. Ich weiß es, die Ziege. Okay. Ich loote auch die Kiste für dich. So, ja, okay, jetzt können wir natürlich da hochgehen und zu diesem unbekannten Ort gehen. Oder wir gehen weiter zum Grizzlybär, du entscheidest. Oder wir machen beides. Wir können einfach wieder springen, von wem wir... Also, ich würde sagen, wir gehen erstmal nach oben und schon dann weiter. Ja. Bingo. Hui. Und was zu, war das für ein komisches Geräusch? Hi. Okay. Das ist sehr schräg, wenn dieses Ding über mich hinwegwirft. Jetzt brauche ich gleich erstmal wieder ein paar. It's unknown. The unknown place. Oh! Hier! Ja, ja, so unknown ist der Place nicht. Du wärst storymäßig sowieso hier angekommen. Ich glaube zumindest, dass es dieses Zelt ist. Da ist der Longinus später drin. Zumindest kurz. Der wechselt irgendwie immer Zelte. Na gut. Also, wir wollten zu diesem Bär. Also markiere ich den verlorenen Brief, dann kommen wir auf jeden Fall dran vorbei. Leider sagt mir die Map überhaupt nicht, wie wir da hinkommen. Aber ich glaube, Fliegen ist sinnvoller als mit dem Buggy. Der Bär. In die Richtung. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, okay, ich gut, das rüber. Ist sehr bergig hier. Oh ja. Der Bär ist auf der höheren Ebene. Au! Ich glaube, bis zu der schaffen wir es nicht. Aber irgendwie muss man da ja hochkommen. Vielleicht haben wir sogar Glück. Wir müssten es auf die mittlere Ebene schaffen. Da muss man eh hochklettern. Siehst du das Orangene von hier aus? Ach, da unten? Von der Ebene sieht es so aus, als könnte man dann... Ja. Hoffentlich kommen wir da auch an. Sieht ganz gut aus. Au! Sieht sehr vielversprechend aus. Ich wollte... Ich wollte mich dranhängen. Ich dachte, ich kann mich aus dem Fliegen einfach dranhängen, aber es geht anscheinend gar nicht. Interessant. Ich wusste es nicht. Ich wollte aus dem Fliegen ja Enterhaken werfen. Aber irgendwie ging es dann nicht. Bald wieder. Aus dem Gleiten ging es dann auch wohl nicht. WTF! Der Baumstamm war gar nicht sichtbar von da hinten. Ah! Warte, was? Was? Ich bin gespawnt und gefallen. Da fühle ich mich jetzt schön verarscht. Egal, du kommst da ja locker wieder rauf. Ja, wohl, Hugo, ja. Kann ich mich. Ich kann mich nicht heilen, werde ich mich seile. Multitasking. Ja, hat der Typ anscheinend nicht. Ich werde nicht gegen einen Bären kämpfen. Du brauchst mehr als einen Fell, nehme ich an. Ich glaube 5. Oh ja, okay. Wir brauchen also 3 Bären. Minimum. Hier ist ein Seite, okay. Oh, ich war hier schon mal. Okay, logisch. Ich habe auch alle verlorenen Briefe bei mir eingesammelt. Aber das mit den Bären... Oh ja, da hinten ist einer. Ich markiere ihn schon mal. Ich schätze, wir können damit Fleisch einfach mehr rufen. Wenn die so gerne Fleisch fressen. Ja. Ich habe 0 Köder. Also lass mich den bitte einsammeln. Ich möchte Köder. Abgesehen davon... Ich glaube, der hat uns bemerkt. Und selbst wenn nicht, spätestens jetzt weiß er. Das ist die falsche Richtung. Schieß einfach immer weiter, bis du irgendwann triffst. Man hat 50 Pfeile dabei, also. Schatz, verreck. Oh ja, das war ein guter Schuss. Also, ah ne, du musst ihn ja looten, Scheißdreck. Aber dann kriege ich keine Köder. Ich muss später echt mal diese anderen Tiere looten, die da überall so rumstreifen, die du nicht brauchst. So, dann darfst du einen Köder werfen für deine anderen Bären. Wird nicht mehr als einer spawnen. Hui! Ich höre was. Das ist nicht das, was du wolltest. Nee, das ist nicht der, was ich wollte.
Dann lass mich denn looten, dann hab ich wieder Köder. Gib mir meine Köder. Siehst du mit der Map aus, wir sind aber exakt voll auf so einem Ort eigentlich. Ich habe zwei Fälle bekommen und einen Köder, naja gut. Wo kommt denn da noch Hündchen? Eigentlich solltet ihr hier gar nicht spawnen, das ist echt unfair. Mit Bärchen und keine Hündchen. Naja, was soll's. Mein geheimen Ort entdeckt. Kalinax Abstieg. Hört, da ist eine graue Pflanze. Achso, ich weiß. Ich würde sagen, du machst schon mal diesen Abstieg hier. Und ich warte auf Bären und töte sie dann hier, dass du sie einsammeln kannst, okay? Ich habe jetzt zwei Köder, also. Den Abstieg, ich soll hier runtergehen. Es kommt jedes Mal immer ein. Ja, mach's lieber. Schau nach rechts und seil dich lieber ab. Ich glaube, das überlebst du sonst nicht. Unten ist Wasser. Okay, dann versuch's ruhig. Aber dann verpasst du natürlich. Au! Kennst das Problem, wenn du auf einmal gleitest? Ich glaube, auf der Zwischenebene könnten auch Sachen sein. Egal, also ich würde vorschlagen, du seilst dich ab und bist vorsichtig. Und. Hey, wenn, dann muss ich das cool machen. Also, was nehmen wir so Fleisch schön? Oh, ich höre auch nicht nach dem Bären. Nein, das ist nicht das richtige Tier. Der Bär klingt anders. Oh shit. Heißt aber, solange ich für jedes Fleisch wieder ein Fleisch kriege, kann ich das endlich lange machen. Au, oh fuck, Alter, hier sind ja Fische drin. Oh, Killerfische. Soll ich Bomben reinschmeißen? Au, Aber kann man sich von hier unten? Ich hab das Ding nicht erreicht, ich komme mich nicht rausziehen. Du bist ja gerade ins Wasser. Naja, Fische töten. Habe ich jetzt gerade Fleisch umsonst geworfen? Anscheinend. Anscheinend ist keiner hier. Das ist ja scheiße. Da hinten ist aber ein Bär gespawnt. Oh. Ohne dass man da jetzt was tun muss. Ja, ich glaube, die spawnen auf uns selber. Und ich werde dann dahinter laufen und am besten du kommst mit, sonst ich kann ihn ja schließlich. Oder ich locke ihn her, dann kannst du ihn später looten. Ein Typ sagt immer so komische Sachen. Ich würde sagen, du darfst laufen, du musst nicht still sein. Der hat keinen Ausweg, da hinten ist Sackgasse. Eine Sackgasse. Ich hoffe es jedenfalls. Ja, genau, wenn ich springt, der Berg runter. Jo. Das könnte passieren. Ja, brauchen wir noch Bär. Ein Bär mehr. Hallo, Pflanze. Der größte Fehler, den man machen kann, ist Leertaste drücken. Warum denn? Na, beziehungsweise Shift drücken, während du, weil du Anlauf nehmen willst. Und dann fliegst du durch die Gegend, das meine ich. Ja, das random Fliegen, obwohl man es nicht will, ist schon ein kleines Problemchen in diesem Spiel. Bist du jetzt runtergestiegen? Ja. Hier liegt der Brief. Und ein Brief. Skelett. Wie viele von diesen Typen hatte. Also, das ist das, was ich nicht verstehe. Die verlorenen Briefe gehören alle einer Person. Man kann sie in einer chronologischen Reihenfolge lesen. Aber bei jedem Brief ist eine Tasche und so ein Typ in dieser Kleidung. Gab's den Typen 15 Mal? Hatte der 15 Kumpel? Liest sich in einem Briefenfall nicht so. Ja, genau, der hat 15 Freunde, der hatte 15 Jünger, die haben seine Botschaft verbreitet. Nein, das, er wurde eher von jemand anderem beeinflusst, aber ich möchte nichts verraten. Vor allem, wer der Typ ist, zu dem die verlorenen Briefe gehören, das erfährt man erst relativ spät in den Briefen. Musst du die ja sogar lesen. Müssen? Ja, nicht unbedingt. Kann dir auch einfach vollkommen egal sein. Ich komme jetzt hier irgendwie nicht mehr raus. Ich lass mich kurz sterben, okay? Ach, bist du im Wasser gefangen? Ist da unten noch irgendwas, was du einsammeln kannst? Also auf meiner Map sind da noch Beutekisten. Ja, ich habe auch noch gar nichts eingesammelt, weil du das machst. Da ist ein... Da ist doch einer. Ja, da. Kill ihn. Kill ihn. Wuhu.
Wieso zur Hölle sind die so? Ich hätte Himalaya-Bären nicht für die Art Bär gehalten, die vor einem wegläuft. Also das ist wirklich eine Enttäuschung. Hurk. Au! Schieß mir einfach in den Rücken, der Sack. So. Herstellen. Ah, das habe ich auch. Herstellen. Gut, 3, 3, 3. Jetzt wollen wir nur noch Schneeleoparden. Die schneeigen Leoparden, Alter. Die schneeigen Leoparden. Dann hol mal den Kram hier. Bin auf den Weg nach Vertania City. Und hopp. Ich bin sicher, das überlebt man. Okay, also wo du hin musst, das ist der Weg, der jetzt über mir ist, sozusagen. Da ist der Brief. Ich hol den Kram von da unten. Ich nehme an, der ist unter Wasser. Das ist jetzt natürlich etwas. Warte, muss ich da hinten hin? Da ist ein Gesicht. Naja, ins Gesicht zum Gesicht musst du, richtig. Okay, ich werde jetzt unter Wasser looten. Mein Gott, man, da rutscht der hier noch runter. Was für ein Rutscher. Hi, Mr. Gesicht. Hi, Mr. Brief. Nummer 1. Ich glaube, ich schaffe nicht alle drei. Ich guck mal, ob ich nicht ertrinke jetzt. Okay, ich lebe noch. Au, das war zu hoch. Was passiert, wenn ich sterbe? Was, bist du Wasser? Oh. Ja, das ist doch ein bisschen blöd. Weil das sind sehr gefährliche Fischleinchen. Schwimme um dein Leben. Ich weiß nicht, wo die dritte Kiste ist, verdammt, ich hab's ja noch nicht gesehen. Okay, also keine Ahnung, hast du schon eine Kiste eine Wasser aufgehoben? Zwei waren unter Wasser am Grund und ich nehme an, die dritte ist entweder auch am Grund oder irgendwo, wo man sie nicht zieht, auf der anderen Seite von diesem verdammten... Sollte da ein Wasserfall sein? Der ist fast unsichtbar bei mir. Ah, so. Da hinten ist der Vorsprung, glaubst du, das ist da? Es könnte auch über mir sein, ja. Oh, ich habe was entdeckt, das ist ja interessant. Ich glaube, oh mein Gott! Was? Hier ist einer der Wandteppiche versteckt. Da bin ich mir so 100% sicher. Aber was für Wandteppiche? Die hast du noch nicht auf deiner Map, weil du noch nicht so weit in der Story bist. Schau's dir mal an. Hier ist ein verschollener Tempel. Na egal, schau's dir nicht an. Du kommst hier sowieso irgendwann wieder her. Kann ich hier diese Blätter hochklettern? Nein. Die Zölle komme ich raus. Und wo ist eigentlich diese Kiste? Die ist ja noch hier irgendwo. Ich wette, das ist die eine, die bei mir hier offen ausschaut. Kannst du die... Weil hier sind drei Stück. Hier sein, aber ich kann nur zwei von den dreien anklicken. Also ich hoffe, du kannst die dritte anklicken. Warte mal, hier steht halten zum Durchsuchen. Oh, ich wurde gerade gebissen. Aber ich hab's wohl, geöffnet. Und ich Also. Raus. Wo ist deine Insel, wo er drauf gehen kann? Ah, hier kann ich drauf gehen, okay. Wer zuerst oben ist, gewinnt. Ja, da bist du gewinnt, du bist schon weiter vorne. Unfaires Mittel. Unfairer Vorteil. So. Dass man rückwärts da hochsteigen kann, ergibt auch sogar keinen Sinn, aber gut. Du hast jetzt gleich wieder einen Vorsprung. Warum das denn? Schau mal, wo ich bin. Pass auf, dass du das nicht Servus! Wie bist du denn da hingekommen? So viel zum E-Drücken in der Luft. Keine Ahnung, ich hab irgendwie nicht verstanden, wie zur Hölle man darüber hüpft. Da wo die Seile sind. Und halt eine Leertaste gedrückt. Aber was muss man drücken? Was? Leertaste? Ja, da musst du hinspringen. Ja, ich glaube schon. Musst du auch Leertaste drücken, damit er sich hochzieht oder nicht? Und das willst du ja. Also beim... Ja, eigentlich schon. Klingt logisch. Also hast du in der Luft gedrückt. Dann müsste er eigentlich in der Lage sein, das zu grabben, wenn du nah genug rankommst. Halt da, wo die Seile sind. Weiß nicht, ob es auch da geht, wo keine Seile sind. Also der nimmt ja keinen Anlauf und so. Der fällt einfach nur von sich. Ja, warum machst du nicht Shift, damit du Anlauf hast? Das war ja wieder da. Ich meine Wingsuit benutzen. Das passiert nur, wenn du Shift in der Luft drückst. Drückst davor. Okay, ich muss das Spiel wieder lernen.
Du kannst ja laufen, ja, springen und dann lässt das Schiff los. Dann haut das schon hin. Oh mein Gott! Mir fällt gerade auf, man muss Schiff nur einmal antatschen, dann läuft er automatisch weiter. Der hat so. Die Wingsuit instant ausgepackt und ich bin fast verreckt. Ich glaube, ich bringe mich einfach um, das geht schneller. Shifte und bevor du springst, machst du das Shift. Du läufst ja dann weiter. Ich hab Shift gedrückt gehalten und dann hat er instant die Wingsuit ausgepackt. Du musst es aber nicht halten. Ja, ich denk's mir gerade auch, aber egal. Ich genieße. So. Wollen wir uns mal dahin vergönnen? Fahr ruhig schon mal vor. Fahren? Flieg vor. Ja, ich nehme an, dass du diesen Transport nimmst. Ach, servus, Mr. Gleiter. Möchtest du dich draufstellen? Nö, ich schau zu, während du fliegst. Dachte ich jedenfalls. Aber ich bin instant gespawnt, WTF. Und jetzt habe ich einen 20-Sekunden-Timer, okay. Ich dachte, ich habe immer einen 20-Sekunden-Timer. Okay, jetzt kann ich dir wenigstens zuschauen. Da unten sind Tapire. Was zur Hölle machst du? Bist du verrückt? Du bist ja, warum genau hat er denn keine Fallschirmoption? Muss ich ja instant Wingsuit machen, damit ich eine Fallschirmoption krieg? Ja. Das finde ich ja gemein. Oder du bist einfach weit genug am Boden, dass es. Aber wenn du den Knopf kennst und drückst, müsste das eigentlich auch funktionieren. Stehen wir ja wieder drin. Wo waren wir denn gerade überhaupt? Jetzt bin ich sehr verwirrt. Ah, da waren wir. Ah, gut, das Zeug ist aber eingesammelt. Ja, klar, das hat er. Hast du Lust, die eine Festung noch zu machen? Das ist das Einzige, was wir hier noch einnehmen können. Ist hier eine Quest? Oder, ne, das ist ein Wiederholding, oder? Ja, genau. Ich glaube, in der Festung gibt es einen Gyrocopter. Abgesehen davon, dass das eigentlich eher. Ja, hier ist noch eine Beutekiste. Ah, da lang. So, erstmal wieder Körperpanzer, Heilspritze. So, das war die Mark IV, dann kommt jetzt die M712. So, war doch gerade im Non-Karma-Ereignis, das ist wahrscheinlich wieder weggefahren. Nur ein Nachtsichtvisier, interessant. Ist auch in Gold. Ich nehme sie aber in ursprünglich. So, und bei den Hauptwaffen kommt nach der MP34 die A2000. Die gute alte A2000. Erweitertes Magazin. Oh, entweder Aua. Magazinerweiterung oder das Ding oben. Aber ein bisschen echt ist. Und das Räuber-Design nehme ich. Wie kann diese winzige Waffe zweihändig sein? Das ist doch echt ein bisschen bescheuert. So. Bin bald unterwegs zu dir. Bei zwei neuen Waffen. Oh, das ist ja nicht mal halbautomatische Pistole. Handtuch. Ja, 2000 sieht niedlich aus, aber mir auch nicht. Das sind ein Haufen roter Gegner vor mir, die scheinen aber nicht mehr zu existieren, weil du hier wahrscheinlich schon gekämpft hast. Es sind doch keine Gegner hier, was laberst du? Ich mach einfach ein F und ein F. Wo fahren wir denn hin? Gute Frage, nächste Frage. Erstmal bräuchtest du ein Auto. Markier mir ein Ziel und ich reite. Ich bin mir nicht sicher. Du reitest, kannst du aber reiten oder was? Klar. Keine Ahnung, nochmal was noch da unten auf. Ah, hi. Warum tötest du denn unsere Freunde? Das war gar keine Absicht, ich habe nur F gedrückt. Dann macht er den Rüsselschlag. Ist das nicht witzig? Au! Ich hab einfach nochmal Elefant gespawnt, du hast es ja gut. So, auf geht's. Tschüss, ihr Flaschen. Du bist am Leben, ja. Oh Mann. Du willst zu diesem einen Ding da hoch, ernsthaft jetzt? Was? Ich möchte zum Tagebuch. Und nicht zu der Beutekiste. Oh, das ist der Typ. Hi. Der rennt beinahe in meinen Elefanten rein. Läuft bei dem. Ich hoffe nur beinahe. Voll gegen dahin geknatscht, geknallt und jetzt hat er von Sound gemacht. Kannst du nicht einfach den Elefanten gegen den Elefanten reiten? Schau ich das gar nicht? Armer Elefant. Alles ist möglich.
wenn man es will. Ja, schön. Hier linksrum, ich glaube linksrum ist die richtige Richtung. Okay, wenn du meinst. Aber ich bin mir nicht sicher. Vor allem, das wäre dann der Weg, den wir gerade eben schon gegangen sind. Da weißt du ja, wie es nach oben geht. Zu diesem Campingplatz. Aber ich glaube, beides geht. Die Frage ist nur, welcher Weg ist kürzer. Aber das sehen wir dann, wenn einer von uns angekommen ist. Also ich habe auf jeden Fall schon mal was zum Aufseilen. Okay, ich nicht. Aber ich bin jetzt so lange außenrum gerannt, dass ich hier einen Weg hochgehen kann. Ich bin auf einer schönen Brücke. Okay. Und da ist der Händler schon wieder. Er ist überall. Beschützt die Ware, beschützt dich selbst. Los! Hat er geschrien, als ich neben ihn hingeschossen habe. Beschützt die Ware? Na, der ist Händler, also hat er Ware. Oh shit, verreck! Wurde es entdeckt? Waffe ist nicht gerade stark, also das ist aber überhaupt nicht. Ich brauche eine andere Waffe. Also die Pistole ist für den Arsch. Ich habe das Fragezeichen entdeckt, das hier ist, aber das hat wohl nichts mit dem zu tun, wo wir hinwollen. Oder ist das... Ach, oder doch? Ja. Ich glaube, du bist jetzt bald eine Etage so weit oben. Au. Von mir aus gesehen. Aber du könntest dann von oben hier runterkommen, nehme ich an. Aber ich schätze mal, ich habe dann doch den richtigen Weg hier gefunden. Ich wusste nicht, dass das Fragezeichen hier ist. Oh, das finde ich ja gut, dass du den richtigen Weg gefunden hast. Kasana-Tempel lautet der Name. Ah ja, ich sehe ihn in meinem Gesicht. Hier ist das Tagebuch deines Vaters. Ich weiß nicht, warum der diese Sachen hier überall rumliegen lässt, aber er scheint wohl Fan davon zu sein, dass alle da sein Tagebuch lesen können. Also, ich weiß auch nicht. Glaubst du, das macht er mit Absicht oder wie? Ich meine, jetzt tut er gar nichts mehr, weil er vor Jahren gestorben ist, aber... Oh, warte mal, was ist das für eine Nachricht? Warum lädt er eine das? Bitte von deiner Mutter. Glaubst du, ich bin blind? Glaubst du, ich bin taub? Ich habe gesehen, wie du in den Wald verschwunden bist und ich höre, wie die anderen Mütter hinter meinen Rücken tuscheln. Jedes Mal, wenn du zu diesem Medizinmann gehst, bricht es mir das Herz. Was kann er tun, um dir zu helfen, was deine Familie nicht tun kann? Das furchtbare Zeug, das er raucht, hat ihn verändert und ich will nicht, dass dir dasselbe passiert. Okay. Ich glaube, der nimmt Drogen. Dann nimmt er nur Medizin. Er raucht Drogen. Ich glaube, dass... Oh ja, du wirst Joko und Klaas schon noch kennenlernen. Nimmst du das jetzt ein? Ja, ich muss erst mal sehen. Warte, wie hießen die? Ich hab vergessen, wie sie hießen. Das ist echt ein bisschen schräg. Yogi und Reggie, so heißen die beiden. Genau. Yogi und Reggie, freu dich, wenn du die kennenlernst. Ich empfehle dir dann... Hab's du bekommen, da allen vielleicht hin? Oh ja, sicher. Einfach nur den Weg hier lang folgen. Also, jetzt hast du dafür gesorgt, dass ich nicht abspringen konnte. Das ist nicht sehr nett von dir. Was soll's? Es ist sowieso sicherer, wenn man über der Brücke ist. Hi! Wo kommt das Feuer auf einmal her? Na, der eine hatte, das ist doch der Nahkämpfer, der hat Molotovs und einen Messerangriff. Das hat der. Hier fliegt einen seiner Molotovs da zugegen. Immer, was zur Hölle? Hat nichts Besseres zu tun. Ich glaube schon, dass das immer passiert. Ja, die Waldbrände sind alle nicht von mir. Ist doch fast so, nicht zu glauben. Au! Das ist diese eine Pistole. Die zweite in der Liste. Absolut schwach. Ich kann sie dir nicht empfehlen. Die A2000 hingegen ist eine brauchbare Maschinenpistole. Dieses Ding. Du gehst rechts rum? Okay, das ist ja schräg. Was, ich unten rein? Wie unten rein? Oh, ups. Ich habe da oben dieses Ding gesehen und bin da hingelaufen, aber das ist keine, die man drehen kann. Na gut, dann... ach, das ist das Kloster! Diesen Ort, ich erinnere mich an diesen Ort. Ich frage mich, wofür du dich in der Story dann entscheidest. Okay. Aber das werde ich ja dann sehen, wenn du sie spielst. Wo geht's denn? Du musst da jetzt durch, du musst dich irgendwann finden. Muss ich hier rein? Sag mal, ist die... Ah, das kann sein, dass das noch zu ist, oder? Die Fronttor ist zu. Gibt's noch einen anderen Weg? Ja, vergiss es. Du drehst sowieso alle Mani-Mühlen da drin, storymäßig. Da ist wahrscheinlich die eine auch dabei. Ah. Oh, da wird jemand von einem Adler angegriffen. Hilf den Armen. Wo ist er denn? Ernsthaft jetzt, wo ist der Adler? Egal, ich habe das nächste Ziel markiert. Du hast siehst das genauso. Ich flieg schon mal voraus. Oh, oh Gott, ich wollte mich hier gar nicht hängen, aber was? Höher statt niedriger, WTF. Ist hier so ein Luftzug. Ja, genau. Oh, Blätter sind so gefährlich. Oh ja, ich glaube, das war die eine Maske, die ich ewig nicht gefunden habe. Kann das sein? Ich bin mir nicht sicher, ob das die war.
gab mal eine so gut versteckte Maske, das war echt schrecklich. Servus, Zettel. Oh. Schnitzen, die Arbeit, Liebe. Ah ja, danke, Ziege. Ich glaube, hier war aber auch einer der Orte, wo ich dann ewig viele Molotovs geschmissen habe. Ich werde dir nicht verraten, wo die Maske ist. Es wird lustig. Mal schauen, wann du drauf kommst. Ich meine, vielleicht bist du ja klüger als ich und kommst sofort drauf. Hier muss irgendwo ein Poster hängen. Wo ist denn das? Ist das auf der Wand? Oh, warte, hier ist das. Ja, hier ist das Poster. Okay, also. So, du hast jetzt freie Bahn. Hol dir die Maske. Ich lese in der Zwischenzeit diese Nachricht hier. Falsche Götzen. Pagan Min möchte alle Untertanen daran erinnern, dass religiöse Praktiken als Verbrechen gegen die Krone eingestuft werden. Die Royal Army wird alle Bürger verhaften, die sich an Fjörten, Mahnimühlen, Glockentürmen oder anderen früheren Kultstätten versammeln. Wenn in solchen Situationen den Anweisungen der Royal Army nicht wortgetreu Folge geleistet wird, werden Zwangsmaßnahmen ergriffen. Gewaltakte gegen die Verteidiger der öffentlichen Sicherheit. Kann man die gar nicht nehmen? Möge Pagans Licht sie alle erleuchten, das Ministerium für Öffentlichkeitsarbeit und Sozialamt. Weiß ich nicht. Ich hab's nicht probiert. Komm nicht ran. Nun. Ja. Der eine brennt? Wieso brennt der? Wieso brennt's da hinten? Was hast du getan? Mein Auto gesprengt. Mhm. Rennst du immer noch mit Raketenwerfer rum? Ja. Okay. Ich würde sagen, wir gehen nach unten. Da kommt dann die Festung. Die Festung mag ich. Dann nehmen wir aber die Kisten hier mit. Ja, in Ordnung. Dann musst du oben lang gehen. Da kann man wahrscheinlich nicht mehr Auto lang fahren, oder? Das ist wahrscheinlich eher ein Fußgängerweg. Es ist machbar. Nimm es ruhig mit. Servus, Lyles. Sag mal, lass die doch in Ruhe. Ich ziehe nur mit einer Waffe auf die. Lass die doch in Ruhe. Im Gegensatz zu dich. Au. Die wenigstens nicht. Lass die halt in Ruhe. Hallo? Oh, hier sind so viele. Kannst du die alle noch öffnen? Okay. Was? Natürlich, die waren doch alle auf der Map markiert. Oh mein Gott, ich sterbe. Am Ereignis voraus. Es ist einfach so ein Typ rum und. Oh, die Geisel! Lass sie nicht auffliegen. Sehr gut, Mann. Ich hätte beinahe die Geisel erschossen. Ja, das habe ich mir am Anfang auch gedacht. Lass mich in Ruhe! Ich hab dich befreit, warum soll ich dich in Ruhe lassen? Oh. Ich denke, der ist schon tot. Ah, oh, okay. Den keine Ahnung. Im ersten Fall schon erwischt. Keine Ahnung, das ist so komisch nach hinten gefallen. Ja, das stimmt. Er hat halt einen Pfeil in den Bauch bekommen. Nicht ins Knie. In die Brustbereich. Kyras Meditation haben wir hier entdeckt. Oh mein Gott, der Grizzlybär, er wird sie töten. Okay, ich glaube, ich habe es geschafft. Sie lebt noch. Ich musste fast mein komplettes Magazin entladen, aber... Das tut man nicht alles für andere Menschen. Ah. Wenn du nicht gewesen wärst, ich weiß nicht, was dann passiert wäre. Oh mein Gott, was hatte das Ding zum Mittag? Essen. So, also eigentlich wollte ich jetzt... Hier war doch irgendwas zum Einsammeln, oder nicht? Hier, wie wär's mit diesem Poster? Oh mein Gott, das sind ja Jax. Ich bin schlecht gefallen. Jax. Brauche ich aber glaube ich nicht, oder? Sieht nicht danach aus, die laufen weg. Ah. Geh zu dem Poster, das ich markiert habe, bitte. Ja, es war anders hin. Na gut, das ist nicht zu weit. Es war gar nicht auf meiner Karte. Mach erstmal den Abstecher zum See nach Osten. Da sind so viele Sachen und die Map schaut so rot aus. Was labert die Frau schon wieder? Was ist hier los? Ach, du willst wahrscheinlich bei mir gar nicht einsteigen gerade.
Was zur... Dennis. Wieso kannst du so schnell laufen? Ja, du hast ein Fahrzeug, hab ich gelesen. Ja, das haben wir alle. Die sind kaum zu übersehen. Aber da sitzen keine Menschen drin. Fahr nicht zu schnell, sonst schreckst du die Gegner auf. Die bei dem Plakat warten, dass ich markiert hab. Da warten Gegner? Vorsichtig, AJ, das ist die Festung Barschakot. Oh. Die gehört dem Plöer und wird extrem gut bewacht. Solange er am Leben ist. Das ist in der Festung, okay. Ja, wie ist es dir lieber? Durch den Vordereingang oder reinschleichen? Die Wände können wahrscheinlich hochklettern, oder? Nein, und weißt du, was das Fiese an Festungen ist? Pass auf! Warte, du hörst mal. Das Piepsen, das sind Landminen drumherum. Wir können doch wahrscheinlich hier hochgehen, oder? Berg hier? Irgendwie? Achso, das war die, den da sind die Ranken hat. Ja, man kann einfach reinhüpfen. Aber okay, dann machst du das reinhüpfen, so habe ich nämlich das erste Mal auch gemacht. Und ich nehme den Eingang, den du nicht kennst, den ich auch erst... Sind Landminen sichtbar? Also kann ich die erkennen vorher? Ja. Okay. Vor allem am Piepsen. Dann passe ich auf jeden Fall. Also da oben, wo du bist, sind wahrscheinlich keine, aber hier unten ist ein Schild, das heißt Landminen. Und da sind durchaus Landminen. Die Frage ist natürlich, komme ich hier überhaupt dran vorbei? Wenn hier Landminen wären. Ich versuche nämlich den Wassereingang zu nehmen. Ich bin mir nicht sicher, wo genau der anfängt. Ob der unter Wasser anfängt. Weiß ich nämlich einfach nicht. Ich schwimme einfach mal drum rum und du... Naja, du nimmst halt den chilligen Weg, würde ich sagen. Oh, warte, das sieht aus wie ein Unterwassereingang. Ja, okay. Ich denke, ich bin drin. Oh, lag. Da ist ein Heavy, da ist ein Hund. Da ist eine Leiter. Komm ich die Leiter rauf? Oh, sehr gut. Das ist ja toll. Das ist so viel lustiger, wenn man hier reinkommt. Ist hier nur einer? Oh shit, Leiter runter. Da kommt einer an mir, ich kann ihn leider nicht sehen. Und wenn ich jetzt hier hochgehe, sieht er mich wahrscheinlich instant. Mal gucken, ob wir Stealth schaffen. Ist natürlich keine Voraussetzung, man kann es auch so schaffen. Okay. Siehst du mich? Ich mach Hundefutter aus dir! So viel zum leise sein. Keine Ahnung, warum er mich auf einmal gesehen hat. Er hat mich ja davor nicht bemerkt. Alles klar, alles klar. Ich werde ihre Aufmerksamkeit auf mich lenken. Oh, schön, die... Da kommen Leute zu dir. Ich schmeiß mal ein paar Granaten, dann können sie das Dach nicht so leicht hochklettern. Der Heavy ist ein Problem für meine A2000. Bisschen zu leicht, das Maschinengewehr. Und es könnte jetzt bald ein Helikopter auftauchen. So, der eine Schnieper ist hin. Oh, der eine Heavy da. Wie wär's denn mit ein bisschen Feuer? Explosive Pfeile sind E und Feuerpfeil. Okay, der Helikopter ist abgeschmiert. Ich glaube, da kommt noch ein zweiter. Ja, da ist er. Ah! Oh ja, schick. Sag, der nicht auf mich drauf fällt. Oh, warte, das sind ja Mörser. Ich will so einen Mörser. Ich will so einen Mörser. Ich habe noch nie mit einem Mörser einen Helikopter abgeklärt. Wo ist der verdammte Mörser? Ah! Nein! Ah! Es sind mehrere, viel zu viele! Oh, ich kann den nicht abschießen, ich muss nachladen! Oh, ich glaube, ich bin tot. Nein! Nein, ich hab mich heilen können. Aber wie zur Hölle lasse ich den scheiß Mörser los? Ah, okay, das ist der Knopf. Ah, ja, toll. Wir werden nicht vergessen, weiter geht's im nächsten Part.